Hallo zur nächsten Zeugenaussage. In diesem Video fasse ich euch die Aussage von Malcolm Connolly zusammen, der zu dem Vorfall in Australien aussagte, bei welchem Johnny seine Fingerkuppe verlor. Malcolm Connolly ist seit 18 Jahren einer von Johnnys Sicherheitsleuten und betreut ihn hauptsächlich bei seinen Reisen nach Europa. 2015 war er Mitglied des Sicherheitsteams, das Johnny nach Australien begleitete. Die Sicherheitsleute waren in einem Hotel untergebracht, das circa eine halbe Stunde entfernt lag. Am 8. März wird er in das Haus gerufen und schildert die Geschehnisse dort wie folgt. Als ich auf die Tür zuging, hörte ich gedämpft das Geschrei und Gebrüll. Also ich öffnete die Tür und da war Chaos. Schreien, Brüllen. Ich sehe Johnny, er hat seine Jacke an, er trägt einen Hut und er hat seine Laptoptasche dabei. Und ich sage zu ihm, Johnny, komm, lass uns gehen. Wissen Sie, es ist mein Job, ihn da rauszuholen. Wir gehen ein paar Schritte und dann sagt er, gib mir 5 Minuten. Er ist der Boss und wir steckten nicht in einem Kugelhagel, also gab ich ihm noch 2 Minuten. Schließlich bekam ich ihn Richtung Tür und wir gingen nach unten und auf einmal taucht Amber auf. Ich weiß nicht, wo sie war, ob sie oben war oder im Nebenzimmer. Sie tauchte einfach auf und sie hat rumgeschrien. Sie hat ihn beschimpft. Sie schreit, verschwinde doch mit deinen Leuten, das ist alles, was du kannst, du Feigling. Also wir gehen nach unten und sie steht an der Tür und schreit weiter, verschwinde doch einfach, das ist alles, was du kannst, verschwinde mit deinen Leuten, du Feigling. Wie beschreiben Sie das Verhalten von Miss Hurd, als Sie versuchten, Johnny da rauszuholen? Verrückt. Einfach nur verrückt. Bösartig. Als Sie in dem Haus waren, wie weit standen Sie von Miss Hurd entfernt? Zuerst habe ich sie nicht gesehen, nur Johnny. Als wir gehen wollten, ist sie aufgetaucht. Sie stand ungefähr 1 Meter von mir weg. Haben Sie Verletzungen an ihr bemerkt? Nein, keine. Sind Ihnen außer an seinem Finger andere Verletzungen an Mr. Depp aufgefallen? Es gab noch eine Verletzung in seinem Gesicht. Ich wusste nicht, was es war. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich machte ein Foto davon und wenn ich mir das Foto anschaue, sehe ich 2 Verletzungen. Ambers Anwalt erhebt Einspruch, als Malcolm Connolly die Art der Verletzung beschreiben möchte. Dem Einspruch wird stattgegeben, da Malcolm Connolly nicht qualifiziert ist, den Ursprung der Verletzung zu beurteilen. Als Hintergrundinformation, Johnny hatte ausgesagt, dass Amber ihm bei dem Streit unten in der Bar eine Zigarette auf der Wange ausgedrückt hätte. Malcolm Connolly hatte alle Hände voll zu tun, bis er schließlich Johnny ins Auto bekam und sie davonfuhren. Er fuhr mit ihm in sein Apartment, das circa 30 Minuten entfernt lag, und rief die Krankenschwester Debbie Lloyd an, die im gleichen Gebäude untergebracht war. Wenige Minuten später kamen Dr. Kipper und Debbie Lloyd und sagten ihm, er müsse die Wunde an seinem Finger im Krankenhaus behandeln lassen. Malcolm McConnelly begleitete ihn dorthin. Als Hintergrundinformation, während Johnny im Krankenhaus war, machten sich Dr. Kipper und Debbie Lloyd auf den Weg zu Johnnys Haus, um die Fingerkuppe zu suchen. Ben King, der Hausmanager, der die Fingerkuppe fand, sagte später aus, dass Jerry Judge unter großen Anstrengungen Amber überredet hatte, am nächsten Morgen nach Hause zu fliegen. Johnny hatte Amber in Australien nicht mehr gesehen.
Nachdem seine Wunde im Krankenhaus notversorgt wurde, kehrte er zusammen mit Malcolm Connolly in dessen Apartment zurück und übernachtete dort. Im Kreuzverhör konzentriert sich Ambers Anwalt auf Fragen, welche die Befangenheit untermauern sollen, und auf eine gewisse Behauptung, die Amber in ihrer Aussage machte. Die Antworten auf diese Fragen erheiterten nicht nur Johnny und seine Anwälte, sondern auch die anwesenden Zuschauer. Jerry Judge war ihr Boss, bis er verstarb, und nun werden sie von Mr. Depp direkt bezahlt. Ist das richtig? Korrekt. Bekommen sie ein Gehalt? Nein. Also Mr. Depp hat ihnen auch Geschenke gemacht, korrekt? Geschenke? Ja, Geschenke. Geld? Ja, Johnny machte mir Geschenke und ich machte ihm Geschenke. Er machte ihnen Geschenke über dem Wert von $8,500, korrekt? $8,500? Ja. Er gab mir viel mehr als das. Und Sie sind ihm gegenüber loyal, richtig? Natürlich bin ich das. Ich wäre Ihnen gegenüber loyal, wenn ich für Sie arbeiten würde. Lassen Sie uns nach Australien gehen. Sie sagten, Sie begleiteten Mr. Depp 2015, korrekt? Korrekt. Also als Sie ankamen, waren nur Sie, Mr. Depp und Miss Heard anwesend, korrekt? Ja, nur Mr. Depp und Miss Heard. Und dann gingen Sie ins Haus und sahen Mr. Depp im Foyer, korrekt? Korrekt. Und Mr. Depp hat versucht, in das Foyer zu urinieren, stimmt's? Nein. Mr. Depp hatte seinen Penis aus seiner Hose geholt, stimmt's? Ich glaube, ich würde mich daran erinnern, wenn ich Mr. Depps Penis gesehen hätte. Und Sie versuchten, Mr. Depp aus dem Haus rauszubekommen, korrekt? Ja, das ist richtig. Und Mr. Depp wollte nicht gehen, stimmt's? Er wollte noch 2 Minuten, um seine Meinung kundzutun. Sie ergriffen seinen Arm, aber er riss sich los, stimmt's? Ja. Also er war stark genug, um sich von ihnen loszureißen, korrekt? Nein. Aber Sie hatten ihn am Arm und er riss sich los, korrekt? Nein. Haben Sie das nicht eben gerade gesagt? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Als nächstes hören wir eine Tonbandaufnahme, die während der Diskussion zwischen Amber und Johnny in Australien gemacht wurde. Johnny hatte, bevor er das Haus verließ, den Record-Button auf Ambers iPhone gedrückt und das Telefon nahm so lange auf, bis der Akku leer war. Die 5 Stunden lange Aufnahme wurde bis auf wenige Passagen wie diese nicht zugelassen, da außer Ambers Stimme die von Dr. Kipper, Debbie Lloyd, Ben King und anderen Personen zu hören sind. Was du bist und wer du bist, du hast mich wirklich über den Tisch gezogen. Du machst mich krank. Mir wird übel von mir selbst. Wie beurteilt ihr die Aussage von Malcolm Connolly? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr zu dem Prozess erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald.